Bei vielen Menschen gibt es besondere Tage im Jahr, an denen sie darüber nachdenken, wie so das Jahr verlaufen ist. Meistens zu Silvester. Denn dann nimmt man sich vor, was man im nächsten Jahr anders machen möchte. Ich nutze solch einen Tag immer an meinem Geburtstag, um nachzudenken, was war in diesem Jahr besonders gut und was wird das neue Jahr bringen. An diesem letzten Geburtstag allerdings fand ich es doch ein bisschen ungewöhnlich. Denn ich hatte den halben Tag mit meiner Tochter in der Uniklinik zugebracht. Der Befund war nicht gerade so nett. Die Medikamente waren auch schwierig. Und ich war mittags nach Hause gekommen, echt müde und ein bisschen entmutigt. Als ich mich an meinen kleinen Geburtstagstisch setzte und dann auch so nachdachte, was hat das Jahr über so gebracht, was war alles? Da fiel mein Blick auf ein Geburtstagsgeschenk, was mir eine Freundin gemalt hatte. Da standen eigentlich nur drei Worte. Thank you, Lord. Das hat mich mit einem Mal zum Nachdenken gebracht. Danke, Herr. Wofür konnte ich alles dankbar sein? Wo hatte er mich bewahrt in dem letzten Jahr? Wo war etwas Neues in mir geschehen? Wo hatte er mich weitergebracht? Wo gab es neue Möglichkeiten, für ihn unterwegs zu sein? Wo hatte er mich mit meiner ganzen Familie geschützt? Wo hatte er seine Hand über uns gehalten? Thank you, Lord. Danke, Herr. Das stieg ganz tief aus meinem Herzen auf. Und ich möchte dir einfach sagen, entwickel doch selber einen Lebensstil der Dankbarkeit. Entwickel einen Lebensstil, wo du wirklich jeden Tag übst, dankbar zu sein. Danke, Herr. Das ist etwas ganz Entscheidendes, was dein Leben verändern wird. Und auch Auswirkungen hat auf deine Familie, auf deine Umgebung, deine Mitarbeiter, wenn du ein dankbares Herz hast. Sagt allezeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das ist eine Aufforderung, die wir im Neuen Testament lesen. Sagt allezeit für alles Dank. Allezeit ist allezeit. Und alles ist alles. Auch für die Dinge, die uns so entgegenstehen, die wir nicht so ganz nett finden. Sagt allezeit für alles Danke und richte deinen Dank an Gott, denn er ist der Versorger, er ist der Vorsorger für dein Leben. Ich wünsche dir, dass du das erfährst, dass Gott mehr für dich hat.